und willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Secret Files Tunguska. Ja, wir sind in der letzten Folge, haben wir hier mal einen kleinen Cut gemacht, weil wir nicht so richtig wissen, wie wir jetzt den Fisch eigentlich da reintun sollen. Also, ja, ich sag mal irgendwie, wir bräuchten einen Stock vielleicht oder irgendwas, wo man den aufspießen könnte oder ähnliches. Da müssen wir mal gucken, ob wir nicht vielleicht irgendetwas draußen noch bekommen, dass wir mit ihr noch mal sprechen, mit der Frau mit dem Regenschirm, wie es so schön heißt. Na, was macht Luigi? Er sitzt immer noch in meiner Hosentasche und piekt mir ins Bein. Da fällt mir ein, ich hätte da noch eine tolle Geschichte. Ja, das glaube ich gern. Muss aber leider ganz schnell weg. Später vielleicht. Was wäre denn, wenn wir das Vögelchen ausleihen würden und den Fisch auf dem Schnabel vom Vögelchen vielleicht aufpieksen würden? Ach so, Schild haben wir noch gar nicht gesehen, fällt mir gerade ein. Da hatte ich ja in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, das wollten wir uns später angucken. Ein blechernes Werbeschild für eine Inselrundfahrt per Boot. Bei dem Wetter finden die aber bestimmt nicht statt. Das können wir mitnehmen. Ein blechernes Schild. Moment. Man kann das jetzt aber nicht. Wenn ich schon das Schild in den Kamin lege, dann sollte es zumindest irgendeinen erkennbaren Sinn machen. Müssen wir das kombinieren? Oh. Ja, cool. Ich nutze mal Ihren Kamin, um den Fisch zu grillen. Natürlich könnten Sie das bestimmt viel besser, aber Sie werden ja wahrscheinlich Wichtigeres zu tun haben. Ja, natürlich. Machen Sie ruhig. So, la 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 la. Der Fisch sieht gut aus, oder? Fisch auf Der Fisch Backblech. liegt servierbereit auf dem Blech. Perfekt. Dann nehmen wir ihn wieder Das Blech raus. ist viel zu heiß. Scheiße. Kann ich das mit dem Stein oder so rausnehmen? Nee. Mit der Flagge? Die Flagge ist aus irgendeinem Kunststoff und wird mir wohl recht schnell wegbrennen. Wird schnell wegbrennen. Ich würde jetzt mal spontan sagen, wir machen sie nass, aber hier ist ja nichts, um das Ganze nass zu machen. Wenn wir in den Regen gehen, wird es wahrscheinlich auch nicht nass, oder? Ich kann jetzt hier nicht mit dem. Moment, unten hatten wir doch das Wasser, oder? Genau, unten haben wir das Wasser. Aber ob das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Also normalerweise ist zumindest Sachen, die man nass macht, die können ja eigentlich nicht brennen. Die Nasse Flagge ist Flagge. klitschnass. Ja. Ob ich mit dem nochmal reden soll, wenn ich jetzt sowieso schon mal hier unten bin? Ich weiß es gerade nicht. Beißen Sie immer noch? Wenn man nicht aufpasst. Okay. Ja, gut. Gut, dann hoffen wir mal. Hallo, gehst du auch da hoch? So, also mit den beiden kann ich jetzt im Moment nicht sprechen. Ich weiß aber nicht. Doch, das scheint, oder? Okay, perfekt. Dann müssten wir das jetzt eigentlich servieren können. Mein Herr, es ist angerichtet. Fisch. Ich rieche Fisch. Was? Da fehlt die Zitrone. Wirt, bring mir Zitrone. Ein Fisch ohne Zitrone ist wie eine Flasche ohne Whisky. Wirt! Ist ja im Brüllen. Okay, heißt das jetzt, ich muss jetzt hier Zitrone. Wo soll ich denn Zitrone herkriegen? Muss mich verarschen. Kann man die Wenn ich austauschen? die Becher vertausche, wird er sein Whisky vermissen. Das dann vermutlich einsetzende Gejammer würde ich ihm und vor allem mir gerne ersparen. Okay. Das Feuer kam. Ah Den ne, das brauche ich nicht Feuer. zu trocknen. Das hat sein Vor. Ja. Trocknen. Bringt
bringt uns das was, wenn wir das jetzt mit Wasser füllen würden? Aber dann ist ja die Zitrone immer noch nicht da, ne? Oder können wir das mit Wasser füllen und ihn darum bitten, dass er da irgendwie Zitrone reinmacht? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wenn das geht. Pass auf, dann haben wir jetzt einen Becher, wo Wasser drin ist. Wenn wir jetzt damit zum Wirt gehen und den darum bitten, dass er da... Das geht auch nicht. Vielleicht können wir nochmal mit ihm sprechen. Hallo, ich weiß, Sie haben viel zu tun. Kann ich trotzdem nochmal stören? Wenn's sein muss. Ja. Zitronen haben Sie wahrscheinlich nicht, oder? Mein Kompliment? Sie lernen schnell. Ja, was bleibt mir übrig? Wegen Klaus. Ja, ohne Zitrone will er seinen Fisch nicht essen. Bringen Sie mir eine und ich werde sie Ihnen vielleicht sogar zurechtschneiden. Sie sind ein Held. Vielen Dank für das überaus freundliche Gespräch. Gern geschehen. Hallo, geht es Ihnen jetzt wieder etwas besser? Offensichtlich ist es bei manchen Leuten egal, ob sie wach sind oder schlafen. Die Kommunikationsfähigkeiten sind immer gleich ausgeprägt. Aber was sollen wir jetzt... Ja, die labert uns wahrscheinlich jetzt wieder voll mit ihrem... Na, was macht Luigi? Er sitzt immer noch in meiner Hosentasche. Ja, das glaube ich. Und wenn wir mit dem Typen unten nochmal sprechen, sagt der uns jetzt irgendwas Neues? Beißen Sie immer noch? Wenn man nicht aufpasst. Die kann man auch nicht wegnehmen. Kann man auch nichts kombinieren irgendwie. Ich versuche jetzt einfach nochmal alles zu kombinieren. Also irgendwie... Hier ist ja im Endeffekt nichts. Ich kann höchstens die Sachen mit ihr kombinieren. Aber da wird da wahrscheinlich auch nichts bei rumkommen. Ich könnte den Stein über den Kopf hauen, aber ob mir das was bringt, weiß ich nicht. Nachher fällt sie noch auf das arme Vögelchen. Und dann haben wir den Salat. Moment, können wir das gegen Wasser austauschen? Wenn ich die Becher vertausche. Auch nicht, okay. Moment. Aber das bringt uns doch nichts. Das verdampft dann doch, oder? Ja. Das Wasser ist komplett verdunstet. Übrig geblieben ist nur eine kleine Salzkruste. Salzkruste? Ja, da wäre dann noch die Frage zu klären... Aber er will ja Zitrone, er will ja kein Salz haben. Aber wir können es trotzdem mal ausprobieren. Hier kann man nicht da drauf machen. Solange er nicht irgendwie abgelenkt ist, sollte ich das aus gesundheitlichen Gründen besser bleiben lassen. Ach so, Moment. Nimm erstmal den Becher wieder mit. Die Salzkruste, was soll das mit der Salzkruste hier? Sie haben nicht zufällig noch ein paar Nettigkeiten auf Lager, die mir den Tag versüßen könnten? Nein, nicht wirklich. Puh, das ist jetzt wirklich mal... jetzt auch nicht, ob wir da irgendwas hätten. Seltsames Symbol. Naja, ja gut, da kann ich nicht weitermachen, weil es hier kein Rätsel gibt. Puh. Vielleicht müssen wir das Salz irgendwie zu dem Typen geben oder so. Beißen Sie immer noch? Wenn man nicht aufpasst. Tja. Ich mache den mal vorsichtshalber wieder voll. Tja.
Ja, aber da kann man irgendwie ja alles überhaupt nicht miteinander kombinieren. Sieht nicht wirklich seetüchtig aus. Andererseits, ein berühmter Pirat, ein Typ namens Pinsel oder so ähnlich, ist mit so einem Boot durch die komplette Karibik gefahren. Namens Pinsel oder so ähnlich, genau. Da ist ein Vorhängeschloss an der Tür. Ja, brech es doch einfach mit dem Stein auf, dann sind wir alle glücklich und dieses Rätsel ist gelöst. Mein Gott, so schwer ist das doch nicht. Oder hau der Alten einfach irgendwie mit Steinen über, aber das bringt ja natürlich auch nicht allzu viel. Kann man die da reintun? Auch nicht, ne? Ich wüsste nicht, ja, das kann ich wieder da reintun, aber bringt mir das denn was? Nee, ich kann es nicht wieder da reintun, okay. Ach, mir wird das auch gar nicht mehr angezeigt jetzt. Ich kann gar nichts mit dem Fisch machen. Ja. Ganz ehrlich, das ist jetzt im Moment ein sehr unlösbares Problem für mich. Kann ich mir den Schlüssel mal kurz ausleihen? Nein. Ach, kommen Sie, nur 5 Minuten. Nein! Mit Rhetorik werde ich hier wohl nicht weiterkommen. Da helfen nur Taten. Ja, aber was hat das mit dem... Das Ergebnis meines ersten erfolgreichen Chemieexperiments seit Jahren. Ja, ich bin ganz stolz auf dich, dass du das erste Salz in deinem Leben hergestellt hast. Aber das ist trotzdem nicht das Salz in der Suppe, weil ich nämlich damit nicht weiterkomme. Ja, ich muss jetzt wirklich gestehen, dass ich jetzt hier komplett auf dem Schlauch gerade stehe. Und echt am Überlegen bin. Ich meine, ich mache sowas äußerst ungern und nur im mega, mega Notfall. Aber ich bin echt am Überlegen, ob ich mir da mal irgendwo einen Hinweis holen sollte. Ich wüsste aber nicht, was man noch machen kann. Wir sind jetzt schon überall gewesen. Wir haben im Endeffekt jetzt schon alles versucht, mit den Sachen zu kombinieren. Das funktioniert auch alles nicht. Ich weiß nicht, Salz ins Wasser tun ist wahrscheinlich nicht so günstig. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwas in der falschen Reihenfolge gemacht und hänge jetzt deswegen fest. Das wäre echt doof. Der sabbert immer noch vor sich hin, nur nicht mehr ganz so friedlich. Ich kann ihm aber auch nichts geben. Ich meine, ich kann ja auch nichts mehr mit dem Fisch machen, geschweige denn ihm noch irgendwie was geben. Und wo zur Hölle soll ich jetzt Zitronen besorgen? Sie haben nicht zufällig noch ein paar Nettigkeiten? Nein, nicht. Ja, so ganz ehrlich, ich sag's nur äußerst ungern, aber ich komme hier gerade aktuell überhaupt nicht weiter. Ich habe jetzt schon alles versucht miteinander zu kombinieren. Ich könnte mich da vorstellen und meine nassen Sachen trocknen. Schön warm. Aber egal, was ich mache, ich kann nichts benutzen. Ich kann auch nichts miteinander benutzen, dass man irgendwie hier irgendwas kombinieren kann oder so. Und ich sag mal, Nina wird mir hier auch nicht weiterhelfen. Die können wir, glaube ich, auch gar nicht mehr machen, jetzt so wie es aussieht. Also ich weiß gerade echt nicht mehr weiter. Wir haben jetzt alles versucht, überall einzufügen, mit jedem nochmal zu sprechen und alles. Das hat jetzt alles nicht funktioniert. Ich sehe da jetzt gerade wirklich keine andere Möglichkeit, so mies das Gefühl auch dabei ist, weil ich finde immer, sowas muss man wirklich ohne Hilfe rauskriegen, aber ich kann ja auch nichts anklicken und nichts. Also ich kann doch nicht mal mehr den Fisch anklicken. Das ist ja das Komische, dass ich da zumindest Salz drauf machen könnte, dass er jetzt sagen würde, okay, Zitronen ist nicht so ist nicht da, aber ist nicht so schlimm, weil wir haben ja Salz.
Es geht auch alles nicht. Ich könnte noch mal kurz probieren, hier draußen irgendwas zu geben, aber ich denke, das glaube ich, habe ich eben auch schon probiert, ne? Ich meine, ich glaube auch nicht, dass die Salz haben will. Nee, also das ist... Das Vögelchen kann hier auch schlecht Salz geben hier. Da ist auch nur die Treppe. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, so leid es mir tut, ich habe absolut keine Ahnung. Ich stehe hier gerade so vorm Schlauch, auf dem Schlauch. Ich werde hier mal einen kleinen Cut machen. Ihr braucht noch nicht rauszugehen. Ich werde gucken, ob ich irgendwo was finden kann, weil... Ich wüsste nicht, was ich sonst noch hier machen könnte. Oder kann man noch hier irgendwie anders, irgendwo anders hingehen? Kann man auch nicht, ne? Nee. Nee, dann bin ich ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung. Geht der? Nee, geht nicht woanders hin. Ja, also es tut mir wirklich leid. Ich muss hier mal einen ganz kleinen Cut machen. Entweder stehe ich hier total auf dem Schlauch oder... Ich weiß auch nicht, was es ist. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hoffentlich einen kleinen Hinweis gefunden habe. Ich will eigentlich nur wissen, wie die Sache mit dem Fisch weitergeht, weil ich werde hier verrückt. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ja, also ihr werdet es nicht glauben. Ich habe ja wirklich alles überall draufgezogen. Aber ich habe jetzt festgestellt, ich habe es irgendwie übersehen, keine Ahnung. Ich habe natürlich gedacht, okay, mit dem Schild hier kann ich nichts machen, mit dem Schild kann ich nichts machen, mit dem Motorrad kann ich nichts machen. Aber ich kann wohl was mit dem Schild machen. Da steht zwar, ich kann das nicht abnehmen, aber ich kann es verdecken. So, ich weiß jetzt nicht genau, was danach passiert. Ich hoffe, dass das jetzt die Lösung unseres Problems ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt dadurch eine Zitrone kriegen soll. Vielleicht hänge ich jetzt doch wieder fest, aber ja, ich hätte das vielleicht ein bisschen weiter angucken sollen. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was Sache ist, wo ich jetzt hin muss oder sonst was. Mit ihm kann ich jetzt wahrscheinlich auch nicht nochmal neu reden, oder? Beißen Sie immer noch, wenn man nicht... Ja, okay, dann denke ich mal... Hallo, kriege ich meinen Cursor wieder? Dann denke ich mal, dass wir mit dem Wirt wohl irgendwie sprechen müssen, so nach dem Motto... Da kommt der LKW mit der Ware für den Markt. Vielleicht hält er ja. Dann haben Sie auch Ihre gewünschte Gesellschaft. Das hört sich nicht so gut an. Oh, der LKW-Fahrer scheint neu zu sein. Kennt wohl die Strecke nicht und kann keine Verkehrsschilder lesen. Ja, die Jugend von heute. Hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert. Ich sollte mal nach dem Fahrer schauen. Okay. Glück gehabt. Der LKW-Fahrer scheint die Kurve noch gekriegt zu haben. Das hätte ich mir nie verziehen, wenn dem was passiert wäre. Ach, ich verstehe. Okay. Lauter gesundes Zeugs. Und ich habe Glück. Sogar eine Zitrone ist dabei. Oh, Strike. Oh, also es ärgert mich jetzt wirklich, wirklich, dass ich da nicht alleine drauf gekommen bin. Aber als ich hier war, das stimmt schon, da habe ich noch gedacht, ne, wo ist die Frau eigentlich hin? Oh, ich hoffe, der LKW-Fahrer hat die Frau jetzt nicht umgenietet oder so. Ach du Scheiße. Okay. Sollten wir vielleicht gleich nochmal nachgucken, wenn wir Richtung Strand runtergehen. Also er hat ja gesagt, er würde sie sogar schneiden. Dann probieren wir das zuerst mal aus hier. Wie könnten Sie Ihrem wortgewaltigen Gast überreichen, wenn es Ihre kostbare Zeit zulässt? Oh, da wird er sich bestimmt freuen und dann hoffentlich auch mal die Klappe halten. Hier, deine Zitrone. Wurde ja auch Zeit. Setz dich zu mir. Undank ist der Weltenlohn. Okay, dann gucken wir mal, ob wir den Schlüssel jetzt stibitzen können. Finger weg! Mist, nein! Er kann den Schlüssel selbst von da hinten sehen. Ist das jetzt euer Ernst, Leute? Ich will dem Barkeeper nicht den Freund ausspannen.
Och, Mann, ist das jetzt euer Ernst? Ich dachte, dass das jetzt endlich das Rätsel des Rätsels Lösung wäre. Kann ich mit dem nicht. Doch, ich kann auch mit dem reden. Ich kann. Steht zwar ein Zeichen drauf, aber ich kann den. Doch, Moment, ich kann den anvisieren, aber ich kann irgendwie nichts mehr machen. Okay. Kann ich mit ihm denn jetzt sprechen? Hallo, geht es Ihnen jetzt wieder etwas besser? Offensichtlich ist es bei manchen Leuten egal, ob sie wach sind oder schlafen. Die Kommunikationsfähigkeiten sind immer gleich ausgeprägt. Okay, ja, also das wurmt mich jetzt ein bisschen, weil ich jetzt gedacht habe, ich komme jetzt hier endlich weiter mit dem Schlüssel, aber er jetzt doch wieder quasi dagegen ist, dass ich den Schlüssel mitnehmen kann. Ja, das Problem ist jetzt nur, dass ich jetzt auch leider mit der Folge aufhören muss, weil ich morgen früh raus muss und das jetzt die absolut letzte Folge für heute ist. Deswegen, ja, ist natürlich jetzt alles ein bisschen dumm gelaufen. Ich habe eigentlich gedacht, ich kriege das Ganze noch hin, dass wir zumindest den Schlüssel klauen können und uns da mit dem Schlüssel nach unten vor die Türe stellen können. Und dann quasi sagen können, so, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Aber es soll eben nicht sein. Ich meine, ich kann jetzt nochmal alles versuchen, hier mit dem Schlüssel zu kombinieren. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es jetzt so einfach ist. Weil ihn können wir jetzt auch nicht mehr ansprechen. Keine Ahnung. Ja, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge nochmal eine. Wir probieren alles überall Runde aus draus. Vielleicht kann uns der Typ unten am Wasser noch irgendwas sagen. Vielleicht, keine Ahnung, holen wir die, dass wir die Frau irgendwo finden und als Notfall hier reinbringen müssen und er Verbandszeug holen muss oder was weiß ich denn. Ja, ich könnte mir vieles vorstellen, aber wahrscheinlich wird nichts davon eintreten. Ja, ein bisschen enttäuscht bin ich jetzt schon für den Abschluss der Folge, aber naja, gut, wir werden es dann in der nächsten Folge morgen, also ich morgen und ihr dann entsprechend bei der nächsten Folge erleben, ob uns das jetzt weiterhilft, dann nochmal draußen zu gucken und so weiter. Oder ja, ob wir uns da irgendwie anders helfen müssen. Wir werden sehen. Ich sag mal einfach, bis zur nächsten Folge. Ciao!